Ein glorreicher Tag, Kriegerin. Mit deiner Hilfe haben die Umbari und die Bellox dem Schwarzklauenstamm einen schweren Schlag versetzt. Gemeinsam seid ihr stärker. In der Tat, und wir werden noch viele Jahre Seite an Seite kämpfen. In unserem Dschungel wirst du stets willkommen sein, Freundin der Bellox. Wir werden dir einen Ehrenplatz freihalten. Ah, die Kriegerin, die allen Stämmen hilft. Überbring deiner heiligen Herrin des Lichts meinen Dank dafür, dass er dich zu uns geschickt hat, wenn du sie siehst. Die Umbari werden dich nie vergessen. Wir werden deinen Namen in die prächtigsten Schädel in der Höhle der Knochen schnitzen. Das klingt gut. Du solltest auch mit Tarak sprechen. Wir verstehen, dass er nicht wie die Schwarzklauen ist. Er und seine Goldschuppenbrüder sind bei uns willkommen. Wirklich? Das ist nett von euch. Auch der Goldschuppenstamm dankt dir, meine Liebe. Heute bricht ein neues Zeitalter für unser Volk an. Es tut mir leid, dass deine Beute, die Savantis, im Kampf entkommen konnte. Doch vielleicht kann ich helfen. Oh, wie denn? Im Exil habe ich viel Zeit in den Elfenbeindünen im Norden Zenkalas verbracht. Dort habe ich gelernt, den Savantis niemals zu vertrauen. Ich habe gesehen, was sie anrichten. Was meinst du damit? Sie haben die Menschen dort beeinflusst, wie sie es auch hier versuchten, und sie für böse Taten missbraucht. Doch die Angst vor dem, was im Norden lauert, hat die Schwarzklauen verleitet, Kuadran zu ihrem Schutz anzurufen. Verstehe. Ich weiß, du bist in unserem Dschungel, weil du etwas suchst. Eine Möglichkeit, gegen die Savantis zu kämpfen und ihre Schandtaten an deinem Land ungeschehen zu machen. Vielleicht ist das, was du suchst, dort in den Elfenbeindünen. Das ist eine gute Idee. Danke. Das Goldschuppenlager befindet sich am Eingang der Wüste. Suche uns dort auf, wenn du bereit bist. Ich helfe dir, wenn ich kann. Der Goldschuppenstamm heißt dich willkommen, Kriegerin. Wir leben seit vielen Jahren in diesen Schluchten, gejagt von Feinden auf beiden Seiten. Die Schwarzklauen im Süden und die Elfen in ihrer großen Stadt im Norden. Elfen leben hier? Die Wüstenelfen von Mardan. Sie flohen hierher, als ihr göttlicher Baum angegriffen wurde und machten diesen Ort zu dem ihren. Als Kuadran noch unter unserem Volk wandelte, bekriegten wir uns oft mit ihnen. Sie hassen uns nicht zu Unrecht. Die Saurins haben ihrem Volk schreckliche Dinge angetan. Aber dein Stamm ist anders, oder? Die Wüstenelfen schenken uns ihr Vertrauen nicht so schnell wie du, meine Freundin. Sie greifen uns an, sobald sie uns sehen und verjagen uns aus ihrer Stadt. Vor allem jetzt. Wieso jetzt? In Mardan gibt es eine uralte Waffe. Eine Waffe, die Götter selbst vernichten kann. Wir glauben, dass die Wüstenelfen versuchen, sie nachzubauen. Und die Savantis helfen ihnen.
Ich habe eine Gruppe von Spähern losgeschickt, um mehr herauszufinden. Aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich befürchte das Schlimmste. Klingt, als sollte ich die Späher finden. Ich wäre dir sehr dankbar, meine Freundin. Es gibt nicht viele Goldschuppen. Wenn es dir gelingt, unsere vermissten Späher zurückzubringen, können sie uns vielleicht mehr erzählen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Dieser Speer war offenbar das Abendessen eines Monster-Skorpions. Sieh dir den Leichnam genauer an. Speerbericht, Hohepriester. Es ist, wie du befürchtet hattest, die Savantis haben die Anführer der Madan korrumpiert. Genau wie sie es mit den Schwarzklauen getan hatten. Von ihrer Furcht in den Wahnsinn getrieben, verehren die Elfen die uralte Waffe nun wie einen Gott. Sie wollen damit all ihre Feinde vernichten, alle Saurins töten, egal welchen Stamm sie angehören. Ihre Patrouillen dringen jeden Tag tiefer in unsere Schlucht ein. Wir müssen uns zur Verteidigung bereit machen. Der Rest der Nachricht ist durch das Blut des toten Saurins unleserlich geworden. Sei gegrüßt, Kriegerin, das hier ist Baduga, der Hauptmann unserer Speer. Welche Neuigkeiten bringst du uns? Hast du unseren vermissten Saurin gefunden? Das habe ich getan, aber er war bereits tot. Verstehe. Uns wird sein Schwert in den kommenden Schlachten fehlen. Konntest du wenigstens etwas Lohnenswertes in Erfahrung bringen? Hier, ich habe einen Bericht. Dann hatte ich recht. Die Savanti stecken hinter dem plötzlichen Wahn der Wüstenelfen. Sie nutzen die Ängste anderer aus und machen sie zu ihren Marionetten. Es ist ihnen nicht gelungen, Kuadran in Senkala herbeizurufen, und nun kommen sie hierher in der Hoffnung, diese Waffe zu kontrollieren. Wir müssen sie aufhalten. Der Goldschuppenstamm ist klein. Wenn wir die Stadt angreifen, würden wir niemals überleben. Aber der Schlangengott lehrt uns, dass uns Täuschung immer noch den Sieg bringen kann, auch wenn unsere Stärke versagt. Es gibt möglicherweise einen anderen Weg, die Elfen davon abzuhalten, die Waffe zu vervollständigen. Wie? Die Wüstenelfen heuern Söldner an, um ihre Stadt zu bewachen. Sie kommen von überall in Lomios her, Außenseiter und Killer, die für Geld kämpfen. Wenn du einen von ihnen auf ihre Patrouille in den Hinterhalt lockst, könntest du dessen Rüstung nehmen. Verstehe. Die Stadt in Verkleidung infiltrieren? Meine Spieler berichten, dass die Madan-Patrouillen jeden Tag näher an unsere Zuflucht herankommen. Es sollte dir ein leichtes sein, einen von ihnen zu überraschen
Und dann könntest du dich, wie sie, gekleidet in die Stadt schleichen und ihre Waffe sabotieren. Klingt nach dem besten Plan, den wir haben. Sei vorsichtig in Madan, Kriegerin. Das Volk dort hat Angst. Die Leute wurden von den Zavantis zur Verzweiflung getrieben. Sie glauben, die Waffe wäre ihre einzige Hoffnung. Sie werden nicht so leicht aufgeben. Ich bitte dich, Tarat, wann ist etwas je leicht gewesen? Yes. Thank you.
kenne dich gar nicht. Bist du einer der neuen Söldner? Na, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich bin keine besonders gute Gesellschaft. Such dir lieber jemand anderen, wenn du dich volllaufen lassen willst. Stimmt etwas nicht? Mein Bruder Kaher wurde heute festgenommen. Anscheinend hat er eine Gruppe gefangener Revolutionäre am Westtor befreit. Ich kann es fast nicht glauben, als er noch jünger war, war er so ein guter Junge. Was wird mit ihm geschehen? Nichts Gutes. Haus Abenoa hat die Rebellen zu Terroristen erklärt. All jene, die gegen den Wiederaufbau sind, sollen verhaftet werden. Wenn er eine Wache angegriffen und diese anderen Verbrecher befreit hat, werden sie ihn töten. Ich könnte ihn retten. Du? Bist du auf ihrer Seite? Eine Rebellin? Eigentlich sollte ich dich auffliegen lassen, das ist meine Pflicht als Soldat von Madan. Aber wenn du Kaher retten kannst, helfe ich dir so gut ich kann. Sag mir einfach, wo er ist. Sie halten ihn im Abenoa-Anwesen gefangen, auf den Klippen über der Stadt. Am Fuß der großen Waffe gibt es eine Treppe. So kommt man am einfachsten hinein. Bitte rette ihn. Ich habe genug von diesem Wahnsinn. Ich möchte nichts mehr damit zu tun haben. Keine Sorge. Ich hole ihn da raus.
Hab Dank, ich kenne dich nicht, Freundin, aber ich schulde dir mein Leben. Mein Name ist Kahel. Warum bist du hergekommen? Ich bin von der Föderation. Die Föderation? Aber wie konntest du wissen? Du musst über außergewöhnliche Spione oder großes Glück verfügen. Wie dem auch sei, ich bin froh, dass du hier bist. Die Königreiche deiner Föderation und der Rest von Lumius schweben in großer Gefahr. Erkläre dich rasch. Der Kanzler und die anderen großen Häuser bauen den Speer nicht neu, um uns zu beschützen. Sie wollen mit dem Speer der Erlösung ganz Lumius erobern. Sie sind davon überzeugt, dass sie nur so in Sicherheit leben können. Sie haben den Verstand verloren. Hast du dafür Beweise? Da kommen sie schon. Schnell, versteck dich und überzeuge dich selbst. Einverstanden. Siehst du, der Kanzler hat es selbst gesagt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie den Speer der Erlösung abfeuern können. Wenn wir die Energietürme deaktivieren können, kappen wir auch die Energiezufuhr der Waffe. Energietürme? Sie stellen die Energiequelle der Waffe dar. Die Türme sind schwer bewacht. Aber zusammen können wir sie vielleicht rechtzeitig erreichen. Ist deine Zauberfreundin bei dir? Wir werden ihre Hilfe brauchen. Was für eine Zauberfreundin? Die bleiche Zauberin, brünett, mächtig mit einem Einhornstab. Meine Späher berichten, dass sie sich in einem Ippin-Lager außerhalb der Stadt aufhält. Ist sie nicht mit dir hier? Ehrlich gesagt, ist sie das vielleicht sogar? Gut, bring sie her, so schnell du kannst. Dann treffen wir uns in der nördlichen Schlucht. Wir stürmen die Türme gemeinsam und stören so die Energiequelle des Speers. Diese Waffe darf nicht gegen unschuldige Leute eingesetzt werden. Wir müssen dem Einhalt gebieten. Einverstanden. Wir treffen uns dort.